Im Falle einer Insolvenz der Deutschen Bank, was hoffentlich nicht eintritt, können Sie als Kunde jedoch am Montag beispielsweise nicht mehr einfach Geld abheben oder Überweisungen tätigen. Deutsche Bank, Leistung aus Leidenschaft. Tja, Bankenbeben erreicht Deutsche Bank, das schreibt gerade die Bild-Zeitung. Dort heißt es, das Vertrauen in die Banken weltweit ist erschüttert, die Märkte reagieren panisch. Jetzt wurde auch die Deutsche Bank Opfer einer Shortseller-Attacke. Der Aktienkurs der Großbank stürzte heute am Freitag stark ein. Zum Nachmittag verlor die Aktie zeitweise über 11%. Ein dramatischer Kursrutsch. Der Vermögenswalter Andreas Beck kann sich keinen Reim auf die aktuelle Situation machen, denn die Deutsche Bank hat gerade erst eigene Anleihen Vorfälligkeit zurückgekauft. Normalerweise ein Zeichen von Stärke. Auf der anderen Seite nehmen die Risiken am Immobilienmarkt für die Bankbilanzen mit jedem Zinsschritt weiter zu, sagt der Vermögensverwalter Beck. Dann heißt es in dem Artikel auch noch, Bundeskanzler Olaf Scholz sprach der Deutschen Bank sein Vertrauen aus. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen, sagte Scholz am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Die Deutsche Bank habe ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert, neu organisiert und ist sehr profitabel, hat Scholz gesagt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Renten sind sicher. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Hört sich alles nicht so richtig toll an, oder? Für uns ein Grund mehr, einmal aus rechtlicher Sicht zu schauen, was jetzt so eine Bankenkrise, sogar eine Insolvenz der Deutschen Bank für Folgen haben kann. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Ist das Geld dann weg oder nicht? So, was ist jetzt mit deinem Geld? Man hört immer wieder das Wort Einlagensicherung. Was ist das? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass das Einlagensicherungsgesetz in Deutschland dafür sorgt, dass im Falle einer Insolvenz einer Bank die Einlagen der Kunden geschützt sind. Jeder Kunde einer Bank in Deutschland ist automatisch Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. Dieser Fonds ist für die Absicherung der Einlagen der Kunden zuständig. Die Deutsche Bank ist eine der größten Banken in Deutschland und auch hier gelten natürlich die Regelungen des Einlagensicherungsgesetzes. Sollte es also zu einer Insolvenz der Deutschen Bank kommen, wären die Einlagen der Kunden bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Soweit ich das richtig verstehe, heißt pro Kunde, nicht pro Konto. Also alles, was über die 100.000 Euro hinaus geht, pro Kunde ist nicht sicher, auch wenn es sich auf verschiedenen Konten befindet. So meine Meinung. Dies bedeutet, dass jeder Kunde bis zu dieser Höhe seine Einlagen zurückerhalten würde. Es gibt jedoch auch Ausnahmen bei der Einlagensicherung. Zum Beispiel sind Gelder von Unternehmen, die über eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro verfügen oder von Privatpersonen, die über ein höheres Vermögen als 100.000 Euro verfügen, nicht mehr durch das Einlagensicherungsgesetz geschützt. Wenn bei der Deutschen Bank eine Insolvenz droht, greift das Einlagensicherungssystem in Deutschland ein. Dies bedeutet, dass die Einlagen der Kunden bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde geschützt sind. Wenn Sie also bei der Deutschen Bank Geld auf einem Konto haben, sind diese Einlagen eben bis zu dieser Höhe abgesichert. Im Falle einer Insolvenz der Deutschen Bank, was hoffentlich nicht eintritt, können Sie als Kunde jedoch am Montag beispielsweise nicht mehr einfach Geld abheben oder Überweisungen tätigen. In diesem Fall würde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, einschreiten und das weitere Vorgehen koordinieren. Die BaFin würde eine Abwicklungsgesellschaft gründen, die dafür zuständig ist, die Einlagen der Kunden zurückzuzahlen. Die Abwicklungsgesellschaft würde die Konten der Kunden übernehmen und die Einlagen bis zur Höhe von 100.000 Euro pro Kunde auszahlen. Dies kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Abwicklungsgesellschaft zuerst alle Einlagen und Kunden erfassen und prüfen muss. Es ist also wichtig zu betonen, dass das Einlagensicherungssystem nicht dazu dient, eine Bank vor der Insolvenz zu retten. Es dient ausschließlich dazu, die Einlagen der Kunden abzusichern. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Einlagensicherungsgesetz in Deutschland ist ein wichtiges Instrument zum Schutz der Einlagen der Kunden. Jeder Kunde in einer Bank in Deutschland sollte sich darüber im Klaren sein, dass seine Einlagen allerdings nur bis 100.000 Euro geschützt sind. Ich hoffe, wir konnten euch etwas weiterhelfen und euch vielleicht etwas die Angst nehmen vor der aktuellen Krise der Deutschen Bank.
Das ist natürlich eine recht unangenehme Sache und wir werden jetzt nächste Woche sehen, wie das Ganze weitergeht. Wie seht ihr die ganze Situation? Seid ihr entspannt? Schreibt in den Kommentar. Bis dahin, euer Johannes. Alter Schwede.